So. Ja, das sieht doch gut aus. Ah. Hauptsache es ist so hell, dass es. Aha. Ich habe gerade mal ausprobiert, ob das Kurvenlicht hier auch geht, aber das geht hier nicht. Wäre leicht zu programmieren, aber leicht. Na gut. Ja, aber ein wunderschönes Willkommen, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben, diese Freunde. Ich bin gerade mit der Haus- und Hofrunde fertig. Alles angeschaut. Meine Stand ist lange genug hier auf diesem Parkplatz. Und wir sind auch ready to go. Ich muss nochmal hier diese kleine Kamera ein bisschen zurechtrücken. So, ja, so ist gut. Wunderbar. Bremse raus. Warnblinker aus. Dann sind wir bereit für eine weitere genießerische Tour. Ich wollte eigentlich schon mal den Jahreszeiten-Mod hier mit reinbringen, aber ich dachte mir, dann bringt er mir wahrscheinlich die ganze Tour durcheinander. Das wollte ich nicht riskieren. Und deswegen fahren wir hier bei wunderbaren 17 Grad Celsius an einem Dienstag 7.12 Uhr los. Also wir notieren uns mal so großzügig 7.30 Uhr. Schicken MAN. Und setzen unsere Tour Richtung ja, Spaniens Westküste nach Vigo fort. Wir fahren dem Sonnenaufgang Richtung Westen davon. So kann man das, glaube ich, am ehesten beschreiben. Das 90 haben wir hier. Frankreich, das wird wieder eine Mautstation-Olympiade hier werden. Wir sind, um uns das vielleicht nochmal vor Augen zu führen, südlich von Paris. Fahren jetzt hier bei La Rochelle vorbei, Bordeaux. Ja, im Spanischen Leon. Bis nach Vigo. Wir haben noch ungefähr 1500 Kilometer vor uns, 19 Stunden. Das heißt, heute schaffen wir nochmal die Hälfte. Und genießen jetzt einfach nochmal das alte französische DLC damals. Wie lange ist das her? Wie lange ist das her, dass das Frankreich DLC rauskam? Es war auf jeden Fall vor 2018, weil da hatte ich noch kein YouTube gemacht, als ich hier durchgefahren bin. Ich würde sagen, so 2017, ja, 2017, 2016 vielleicht. Ich habe jetzt nicht irgendwo geschmunt. Aber ich würde sagen, das war so 2017, die Ecke, 2017, 2016, ja, 2016 wahrscheinlich so. Das erste richtig große Update, das war ja damals Skandinavien, wo sie angefangen haben, andere Maßstäbe zu setzen. Aber Skandinavien ist so einer dieser Schlüsselmomente. Wenn der Kollege hier vorne einfach mal nach rechts fahren würde, dann würde er auf der linken Spur die komplette Situation entspannen. PKWs könnten mal vorbei. Schlimm, solche Egoisten. Ja, und als dann halt hier das Frankreich-DLC kam, oh, das war schon große weite Welt damals. Große weite Welt. Ja. Jetzt brauchst du auch nicht mehr nach rechts. Ich wette, der zieht mir gleich hier vor die Scheibe. Ich gebe jetzt gar kein Gas, ich habe keinen Tempomaten drin, wir rollen einfach nur. Bitte links halten. Und jetzt hat er so viele Chancen gehabt. Jetzt muss ich hier Gas geben. Und ja, tut mir leid. das mache ich jetzt, weil ich weiß, dass es einfach nur ein Computer ist.
So. Na, guck mal an, die. Entweder kommen sie aus dem Urlaub oder fahren in den Urlaub hier vor uns. Da wird 80er-Schildchen dran. Danke, sehr nett hier von den Franzosen. Ja, wie geht's euch denn? Das würde mich wirklich mal interessieren. Könnt ihr unten gerne mal reinschreiben. So, die erste Mautstation ist schon da. Mir geht's sehr gut. Also es ist jetzt Montagabend. Bin gerade ein bisschen Zeit. Hatte auch Lust. Heute war ein großer Moment. Sehr großer Moment. Gerade auch unter anderem, das ist nur eine Begleiterscheinung, aber unter anderem auch für die Zukunft dieses Kanals. Bitte rechts halten. Ich drücke mich so kryptisch aus, ne? Ich kann es einfach noch nicht sagen, weil das wird einfach zack, bumm, wie ein Fingerschnippen mit einem Video dann mal eingeläutet werden. Der große Moment, das war einfach, dass ich meine Entscheidung getroffen hatte und es war nicht die schwerste Entscheidung in meinem Leben, um Gottes Willen, aber eine wichtige und ja, ihr werdet später erfahren, große Jungs tragen sich damit immer ziemlich lange. Und die war heute fällig. Ja, die habe ich dann heute getroffen. Und dann kann es jetzt weitergehen mit den nächsten Schritten. Und da freue ich mich drauf. Ja, ansonsten hatte ich gesehen, der Harry, der Dirty Harry von Harry de Jong, hat sein Schicksal mit seinem nächsten neuen LKW von Retro Trans, also vom Rico Siegel. Das ist ein Scania S500 geworden in Schwarz. Erinnert mich dezent, außer dass es halt eben kein V8 ist, aber erinnert mich dezent an Freddy seinen schwarzen Scania. Auch übrigens mit der neuen Sonnenblende dran. Und also nicht die schlechteste Wahl. Aber wir haben es ja vermutet, dass es der S500 wird. Und der Harry hat also voll diesem Klischee entsprochen. Ich merke auch, dass ich meine Scheibe noch unten habe. Und damit soll es eigentlich auch schon das gewesen sein mit den Sticheleien. Nee, Harry, ich wünsche dir viel, viel Spaß und viel Glück auch mit deinem neuen LKW. Das grüne Schicksal Deutschlands macht es ja nötig. Insofern bist du dann auch gut für den Wettbewerb gerüstet. Das müsste auf jeden Fall schon ein Euro 6D sein, den du da hast. Mein MAN ist ja hier noch ein Euro 6C, aber ich glaube, da macht die Maut groß keinen Unterschied. Das schlicht sich, wenn überhaupt, dann in der Steuer nieder und naja, das ist nicht die Welt. Ja, ansonsten Christian von LKW-Simulation ist wieder da. In seinem DAF XG fährt er rum. Das ist beneidenswert, weil ich finde den XG wirklich schön, ehrlich gesagt. Was ich persönlich als Einzelfahrer noch vorziehen würde, wäre ein Actros mit Solo-Star-Konzept. Finde ich, ist eine tolle Sache. So als 510er oder 530er. Richtig schönes Auto. Wenn es so ein XG so geben würde, ne? Im Solo-Star-Konzept, das wäre genial. Vielleicht gibt es das ja schon, ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht könnte mich da eines Besseren belehren. Aber da hast du natürlich dann einen schönen Platz auch in der Hütte. Also, das wäre
das wär mal so ein Ziel für den nächsten LKW. Oder wenn auch der Actros hier im Solo-Star-Konzept auch im Spiel mal abgebildet werden würde. Also wir sind doch alles Einzelfahrer. Und keiner von uns braucht wirklich den zweiten Sitz, keiner von uns braucht wirklich das zweite Bett. Schön ist es doch, wenn du dort Schränke hast, wenn du Platz hast, wenn du dich auch ein bisschen, gerade wenn es draußen regnet und gerade zu dieser Jahreszeit ein bisschen bewegen kannst in der Hütte. Das ist doch viel schöner, finde ich persönlich. Ja. Aber den Sitz hier, den rechten, den kann ich drehen. Das ist dann auch schon mal ganz charmant und so kann ich den Raum noch ein bisschen besser nutzen. Ach, Kinders, Entschuldigung. Es ist halt Montagabend bei mir. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir ein kleines Gläschen Baileys schon gegönnt. Ich bin momentan, ich weiß auch nicht, was los ist. Also trinke ich einfach mal so ein kleines Baileys-Glas gerne. Eigentlich fällt man dann, wenn man das regelmäßig macht, auch schon in die Definition Alkoholiker. Das hatte ich damals auf dem Bundeswehrseminar mal gelernt. Du hast ja als Soldat hast ja jede Gelegenheit genutzt, um aus der Kaserne rauszukommen. Und da gab es bei uns so ein Seminar, da konntest du dich auch als Wehrdienstleistender anmelden. Und dann, das war zum Thema Alkoholismus. Und ich fand das auch als 18-Jähriger, oder kann auch sein, dass ich schon 19 war, dann fand ich es ganz interessant. Also ich hatte zu meinem Geburtstag ungefähr dann zum 19. Geburtstag die Halbzeit bei der Bundeswehr. Und ich fand das ganz interessant, habe mich dazu gemeldet, wir durften auch hin, ich weiß noch, das war in so einem Sporthotel mit Tennisplatz und Schwimmbad und Sauna und wir haben das auch echt genutzt und ja, hatten dann so Seminare, es ging so 10 oder 11 Uhr los, für einen Soldaten recht spät, weil du es gewohnt bist um 5, spätestens um 6 Uhr aufzustehen, eigentlich war glaube ich immer um 6 Appell und dann haben wir über Alkoholismus gesprochen und spätestens 14 Uhr saß man da mit einem schönen Hefeweizen vor uns. Vorne hat einer referiert. Das war in manchen Fällen auch ein Pastor. Aber ich weiß es noch richtig gut drauf, der Mann. Und ja, abends haben wir dann mit irgendwelchen Kümmerlingenflaschen unsere Busfahrer angefangen, die olympischen Ringe zu legen. Also wir haben es nicht geschafft, weil wir hatten nur 3 oder 4 Abende Zeit dafür. Aber tja, und dann Seminar zum Thema Alkoholismus. Wir dachten wohl, wir probieren es am besten mal aus, dass wir wissen, worüber wir reden. Ich gehe mal hier 85 runter, dass wir hier schön hinterher cruisen können. Vorne verliert ganz schön an Speed. Man überlegt, dieses DLC ist wie alt? Sagen wir mal, wir haben es jetzt 23, 2017, 6 Jahre. Und ich finde, es sieht noch gut aus. Es kommt noch authentisch rüber, läuft irre flüssig. Also, ich bin da ganz zufrieden. Vor allen Dingen wirkt es authentisch. Das ist für mich an und für sich immer das Wichtigste. Jetzt mal eine Frage an euch. Thema, weil ich habe das in einem Kanal gesehen. Ich sehe es ja auch, muss man auch mal sagen, die Klickzahlen, die gehen ja auch runter. Kann auch sein, was für euch langweilig ist oder für manche. Ja? Für die, die jetzt zuschauen, ist es nicht so. Aber für andere, Mensch, der fährt kein Scania oder keinen pompösen LKW. Ist nicht so interessant für sie. Also das birgt ja auch einige Impressionen. Und wie ist denn das mit der Werbung, die geschaltet wird in meinen Videos? Ist das erträglich oder wie ist das eigentlich? Weil ich habe YouTube Premium, also ich zahle da monatlich meinen Salär, weil das, was ich hier einspiele über die Videoeinnahmen, deckt das locker und ich leiste mir einfach den Luxus des YouTube Premium. Man nutzt dann auch YouTube nochmal ganz anders, wenn du die Werbung nicht dazwischen hast. Die 10 Euro oder 9,90 Euro oder was das kostet im Monat, ist es mir dicke wert.
Weil ich nutze YouTube eigentlich ehrlich gesagt sehr viel. Ich gucke Freddy wahnsinnig gerne und andere, aber auch nicht nur Trucker, sondern ich habe ja noch ein paar andere Kanäle, die ich aber nicht so betreibe wie den hier. Also da müsst ihr nicht nachsuchen. Es gibt von mir keine Reactor-Kanäle zum Thema Drachenlord oder sowas, um Gottes Willen. Ich glaube, da wäre ich auch schon längst aufgeflogen, weil ja doch hier ein paar zugucken, die auch das Game verfolgen. Und so armselig es an manchen Stellen auch ist. Aber wie ist das denn, weil YouTube ja auch einigen, sagt gleich mal hier, Adblockern den Kampf angesagt hat, wie ist es denn mit der Werbung? Also wie wird denn die geschalten? Ist das erträglich oder ist das unerträglich? Weil ich habe das jetzt beim Kanal vom der Handwerker, glaube ich, oder irgendwie so nennt er sich, mitbekommen, der sich eigentlich, also er renoviert Häuser, nimmt da Videos auf, die auch inhaltlich und fachinhaltlich sehr, sehr interessant sind. Und ich gucke ihn ganz gerne, weil er hat so eine straighte, manchmal etwas, und das nicht böse gemeint, tumbe, aber direkte Art. Ja? Und er erklärte vor allen Dingen die Dinge auch sehr, sehr gut. Nee, tumb trifft es nicht, das ist nicht das richtige Wort, da ich mich gerade am Wort ordentlich vergriffen. Also mehr so eine, manchmal so platt, ja, so eine Art. Und weil er die Dinge einfach so oftmals ein bisschen uncharmant beim Namen nennt, uncharmant für den, den es gerade trifft. Und er hatte halt das bemängelt, hat ein schönes Video dazu gemacht, dazu, so kann es nicht weitergehen oder so kann ich nicht weitermachen. Und da hat er das halt erwähnt. Ja? Und das Problem für ihn ist, wenn er Werbung so schaltet, wie er das für richtig hält, und er macht halt nur einen Werbeblock in die Mitte des Videos, weil er findet, das ist dann erträglich, dann berücksichtigt ihn der YouTube-Algorithmus weniger, als wenn er dem, wenn er YouTube die Schaltung der Werbung überlässt. Und er ist nicht bereit, das zu ändern. Er ist auch nicht bereit, dort irgendwelche Kompromisse einzugehen. Und er merkt halt, wie sein Kanal nach und nach immer mehr ins Hintertreffen gerät. Und das ist für ihn halt viel, viel mehr ein Problem als für mich. Weil er wollte sich eigentlich ein Stück weit über den YouTube-Kanal, über seinen, der hat 110.000 Abonnenten, finanzieren. Und das kann er nun nicht mehr, deswegen baut er sich seine Existenz, er ist Ingenieur auch, und baut sich jetzt seine Existenz anders auf, hat sich selbstständig gemacht, hat sich jetzt auch einen Kran, einen Hochbaukran gekauft, finde ich auch sehr cool. Der Heimwerker heißt das, glaube ich, oder? Irgendwie so, also ich komme gerade nicht drauf. Ja, und das hat mich natürlich auch zum Nachdenken gebracht, Mensch, wie ist das mit der Werbung in meinen Videos, weil ich selber das ja gar nicht so richtig mitbekomme. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch Werbung geschaltet lassen, weil du dann vom Algorithmus von YouTube ganz anders berücksichtigt wirst. Also ich könnte auch die Werbung auch locker rauslassen, weil ganz ehrlich, was verdiene, ja, also das wirklich in Anführungsstrichen, was verdiene ich denn mit diesem Kanal? Das kann ich auch ganz ehrlich sagen, das sind aktuell irgendwas zwischen 40 und 50 Euro im Monat. Ja, also das ist nett, ich kann mir darüber YouTube Premium finanzieren. Und das, was du siehst, was du verdienst, das stimmt ja auch nicht mal richtig, was du dann ausbezahlt bekommst, ist ja auch nochmal eine andere Ausnummer. Und dass ihr euch da keine falschen Vorstellungen macht. Also fürs Geld macht das hier keiner. Aber ich genieße einfach den Luxus, dass ich mir YouTube Premium darüber leisten kann. Ne? Und auf der anderen Seite möchte ich aber gerne die Werbung geschaltet lassen, weil sonst mein Kanal, meine Videos nicht mehr von YouTube, also vom Algorithmus, so berücksichtigt werden, wie ich es gerne hätte. Ja. Dennoch interessiert mich aber, wie empfindet ihr denn die Werbung auf oder in den Videos? Weil das wäre für mich auch mal ein wichtiges Feedback, über bestimmte Dinge nachzudenken. Ja, das so viel dazu. Vielleicht schreibt ihr das unten mal rein in die Kommentare. Guck mal, wie spät wir es haben. 12:48 Uhr. Ja, und eigentlich wollte ich auch am Wochenende einen kleinen Stream machen, aber ich habe es zeitlich nicht geschafft. Es war zu viel zu tun, momentan recht viel in der Backe, und
Aber ich hätte es echt gerne gemacht. Weil zu streamen ist nochmal was anderes, als so alleine hier zu fahren. Wir haben das ja schon einmal gemacht. Das war noch mit dem MP3. Und das hat mir Spaß gemacht. Das war eine andere Qualität des Videomachens. Weil du laberst halt nicht so vor dich hin. Also du rollst nicht so. Du musst halt auch nur auf den Chat achten, mit dem Chat interagieren. Und es ergibt meines Erachtens nochmal eine andere Qualität der Videos. Was mich gerade hier, wo ich so ein bisschen gerade drauf komme, ist, ich sehe gerade, Harry hat mir eine, ich glaube Harry, warte mal, Moment. Hier links rein, noch ein bisschen langsamer. Nee, sieht nur aus wie der Harry. War aber jemand anders. Was wollte ich denn gerade? Baden verloren. Achso, wo ich hier lang fahre, Entschuldigung. Muss ich gerade dran denken, Barcelona. Mann, war ich das letzte Mal mit einem LKW hier in der Simulation in Barcelona. Das war auf jeden Fall eine Promos. Das war, glaube ich, zu Zeitpunkten, wo ich dieses Video gemacht hatte mit der 2070 Ti oder so. Das könnte sein. RTX 2070 Ti. Ja. Wo ich mal die Framerates getestet hatte. Vielleicht fahren wir das über den Rückweg mal Barcelona wieder an. Waren wir da nicht irgendwann mal? Doch, da waren wir doch schon. Guck hier. Ja. Ich glaube, da stand ich mit einem MP3 hier hinten irgendwo oder so, ne? An den Hafenanlagen. Ja, Zeta. So schnell vergesse ich. Bordeaux, Bayonne. Ich denke mal, dass man hier in der Gegend heute Pause machen. 7.30 Uhr hat man gesagt, sind wir losgefahren. 9.10 Uhr, 17.30 Uhr. Ups, was ist hier los? Sorry. Heute noch ein paar Meterchen. 13.30. Ja, jetzt ist 13.45. Dann haben wir noch so 3,5 Stunden Fahrt. Ansonsten gehen natürlich viele Grüße raus und an alle anderen YouTuber. Ich schaff's momentan nicht, mich wirklich da irgendwie einzubringen in die Gemeinschaft. Ist nicht, dass ich es nicht wollte, sondern dass mir so ein bisschen die Zeit einfach fehlt. Mautstation, oder? Nee, danke. Die Mautstation. Gut, dass ich auf der linken Spur bin. Zubremsen. Ganz schön schnell. Versucht die gespeicherte Geschwindigkeit vom Tempomaten zu reaktivieren, aber es wollte er nicht. Deswegen hatte ich geschaut, ob der Retard auch wirklich raus ist, weil dann kann er es ja nicht. Aber der war raus. Bitte rechts halten. Interessant. Montpellier, Toulouse.
Oh, hier meine selbstgebauten Blinker, die funktionieren. Blinkarmaturen, besser gesagt. Habe ich hier einen Retarder drauf, Scheibenwischer, Fernlicht. Funktioniert nach wie vor wunderbar. Das bin ich früher total gerne gefahren, hier Frankreich rüber, bis im Westen von Frankreich rein. Findest du, das kommt irgendwie, also ich finde es authentisch. Man hat auch so das Gefühl von Ferne. Also je nachdem, wie man sich halt auf das Spiel einlässt. Aber ich bin das früher sehr gerne gefahren und ich weiß jetzt auch, wo wir hier langfahren. Auch warum, weil ich fahre jetzt immer noch gerne hier lang. Ich finde das irgendwie, zieht mich voll rein. Uhuhu. 30,9 Liter im Durchschnittsverbrauch. Ich denke, da kann man gut mit leben. Ich hatte jetzt in Freddys letzten Video hat er gesagt, er hatte seinen Scania mit einem TK hinten dran auf 24 Liter im Durchschnittsverbrauch gefahren. Bitte links halten. Das ist für so einen fetten V8 schon nicht schlecht. Also ich kann mir vorstellen, dass der, ich habe jetzt die letzten Specs nicht nachgelesen, aber dass vielleicht die ganz neuen Scania V8 auch Zylinderabschaltung haben. Sodass er halt diese moderaten Verbräuche, natürlich hat er auch, ist auch relativ leicht gefahren. Was heißt relativ leicht? Also würde mich mal interessieren, was er im Schnitt fährt. Sagen wir mal auf seinen England-Touren, durch Belgien durch, voll ausgeladen. Also wenn er die 40 Tonnen hat, wo da im Durchschnittsverbrauch liegt. Bitte rechts halten. So. Den Tempomat total rein. Lass uns mal ein bisschen nach oben rollen und tragen. Stunden noch Fahrzeug, das wird die Sonne dämmert schon langsam. Ja, schön, oder? Ich glaube, ich werde heute gut schlafen. Ist ja schon Abend, ist jetzt 19 Uhr, reichlich am Montag. Spielt knapp, ja, kurz vor 16 Uhr, dienstags. Elf Stunden bis zum Ziel. Wir haben noch 1900 Liter Sprit dabei, also wir kommen eigentlich auch wieder zurück. Oh, Unfall auf der linken Seite, Gegenspur. Feuerwehr steht aber auch sehr nah an dem LKW.
ersten Schlag zugebremst. So, 16 Uhr. Muss jetzt bei dem Rasthof kommen. Hier vorne ist einer. Ah, ich glaube, da können wir. Wo sind wir denn? Hallo? Ach, da. Ja, ich denke mal, den hier können wir auf jeden Fall anfahren. Bayern noch durch. Das heißt, den nicht. Aber den hier können wir anfahren. Mal. Wegpunkt. Das müsste Zeit zu gehen. Dauer, ja, 2 Stunden. Würde fast ein bisschen spät werden. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Blödsinn erzählt. 1902 Liter ist eher das, was ich verbraucht habe bisher auf diesen 6100, das ist der Gesamtzähler, auf 6200 Kilometern. Ja, das kommt eher hin. Schon wieder eine Mautstation. Also. Gute Güte, nicht bremsen. Ja, 16:49, ich glaube da vorne den Rasthof nehmen. Sonst sind wir, jetzt kommen wir ordentlich über die Zeit. 9 Stunden 52, das schaffen wir also morgen, schaffen wir es wieder zurückzukommen. Nehmen wir den da vorne. Es gibt zwar schönere Parkplätze in. Sind wir noch in Frankreich? Ja, in Frankreich. Da gibt es ja diese herrlichen. Ja, doch, können wir hier runterfahren. Ne? Das ist ein Autohof Bayern. Ja. Das sieht doch gut aus. Ich hoffe, dass das ein Autohof hier ist. Wo hier gibt es keine Schlafmöglichkeit. Ne? Ah, hier. Dann, ja, dann mache ich hier an der. Ja. Dann übernachten wir hier an dieser Mautstation. Das geht auch. Ja. Und dann komme ich halt nicht in zeitliche Schwulitäten hinein. Wenn wir ganz nach rechts jetzt. Auf jeden Fall gibt es da ein Restaurant. Das heißt, ich kann mir da morgen früh einen Kaffee holen. Thank you.
stehen gut und satt drauf. Und ich schalte wieder hoch. Lämpchen aus. So, Freunde, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt euch unten gerne mal rein in die Kommentare hinsichtlich der Werbung. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Däumchen wären Träumchen. Bis dahin, euer Tom. Ciao.